Videoblog der Wiener Fotoschule. Wir stellen heute unsere Partner vor, Friends Make Life More Easy. Und ich bin jetzt am Stand von dem HD-Fotobuch. Ihr seid zum dritten Mal auf der Foto-Adventure. Wie ist die Stimmung? Also ich denke, die Stimmung ist ausgesprochen gut. Heute ist ja der dritte Tag. Wir haben ein sehr großes Fachpublikum, sehr interessiert und sehr wissend, was zum Beispiel die Fotobücher anbelangt. Im Gegensatz auch zu anderen Messen, wo man erstmal noch viel erklären musste, ist hier an für sich nur zu erläutern, welche Fotobücher sind besser. Und wir haben das Interesse der Leute sofort geweckt. Was unterscheidet das HD-Fotobuch von anderen Fotobüchern? Das HD-Fotobuch ist, wie gesagt, eine Canon-Technologie auf Basis Tintenstrahlverfahren. Und hier hat Canon alles hineingepackt, was sie an Wissen gegenwärtig hat. Und es entstehen natürlich jetzt Fotos mit einer extrem hohen Auflösung, einem sehr großen Farbraum und einer ganz tollen Haptik der Bilder, ob glänzend oder matt. Wo kann ich diese Fotobücher bestellen? Die Fotobücher können Sie über Fotobook bestellen, einfach auf die Seite von www.fotobook.at gehen oder zu einem Ihrer Händler, die Sie in der Nähe haben, die bereits Fotobook im Einsatz haben. Weltweit Wandern ist einer unserer Partner im Bereich der Fotoreisen. Bettina, was hat Weltweit Wandern bewogen, auch Fotoreisen zu veranstalten? Also vor allem die Nachfrage von den Kunden. Es ist beim Wandern natürlich mehr Zeit zu fotografieren, aber sich jetzt auf die Fotografen zu spezialisieren, ist auf jeden Fall, war jetzt in den letzten Jahren immer mehr Wunsch auch von unseren Kunden. Und jetzt mit der Kooperation von der Wiener Fotoschule ist es natürlich eine gute Möglichkeit gewesen, dieses Produkt jetzt neu auf den Markt zu bringen. Und ich denke, das wird auch in Zukunft dann der volle Knaller. Unser Motto lautet ja, zur richtigen Zeit am richtigen Ort, das heißt Licht wird berücksichtigt und ich glaube auch diese lokale Ausrichtung der Bergführer, das heißt in Marokko gibt es zum Beispiel ein ganz tolles Team, bringt natürlich in die Fotografie auch neue Impulse. Ja, auf jeden Fall. Also jetzt, wenn man wen mitnimmt, der sich auskennt und genau weiß, zu welchem Zeitpunkt man wo sein muss, damit man gute Fotos machen kann und mit unseren Bergführern, die natürlich die Orte wissen, wo schöne Szenen fotografiert werden können, glaube ich, ist das eine ganz gute Kooperation und man wird sicher für unsere Kunden und für den Fotografen dann richtige Szenen finden, um gute Sujets also zu fotografieren. Thomas von der Fotoversicherung, du bist ja auch ein Partner der Wiener Fotoschule. Wie läuft es mit den Fotoversicherungen? Das läuft also sehr gut. Wir haben sehr, sehr viele Kunden in Deutschland und Österreich seit vielen Jahren. Fotoversicherung ist einfach eine Allgefahrendeckung, das heißt ein Versicherungsprodukt, das für alle Versicherungsfälle, die passieren können, inklusive so Besonderheiten wie Ungeschicklichkeit, Fehlbedienung, Fallschäden, Sturz- und Stoßschäden, sind da genauso versichert wie alle anderen Sachen, die eben vorkommen können. Was verstehst du unter Ungeschicklichkeit? Naja, Ungeschicklichkeit, also ich kann dir ein ganz schönes Beispiel erzählen. Wir hatten also einen Kunden, der angerufen hat und gesagt hat, dass die Kamera eines bestimmten Herstellers ganz, ganz schlecht sei. Und als ich fragte, wieso, sagte er, naja, zuerst habe ich versucht, die Speicherkarte reinzumachen, dann ging sie nicht rein und dann habe ich versucht, sie rauszumachen, dann ging sie nicht mehr raus. Unterm Strich kam raus, dass er die einfach verkehrt rum eingesetzt hat und es musste entsprechend wieder ersetzt werden. Es lag also nicht am Kamerahersteller, sondern an der Ungeschicklichkeit dessen, der die Speicherkarte da eingebaut hat. Wenn ich das ganz salopp sagen darf, ich kann das Objektiv aus der Hand runterfallen lassen und die Versicherung zahlt dann letztendlich trotzdem. Ja, also die Idee, dass man da kriminell ist und das absichtlich macht, passiert in den Köpfen, aber nicht wirklich in der Praxis. Die Leute hängen sehr an ihrer Ausrüstung. Fallschäden, Sturz- oder Stoßschäden sind immer mitversichert. Also wenn man in einer hektischen Situation irgendwie was runterfallen lässt oder auch irgendwo anstößt, gibt es ja auch immer mitversichert. ARR, Natur- und Kulturreisen, ist seit langer Zeit unser Partner und neben mir steht die Christine. Und Christine, seit wann macht ihr die Fotoreisen? Ja, jetzt sind schon fast 7 Jahre und macht uns auch Spaß und es kommt gut an. Was war eigentlich deine interessanteste Erfahrung bei Fotoreise? Ich finde es einfach super, weil es kommen einfach eine Gruppe von Leuten zusammen, die alle das gleiche Interesse haben und es beginnt ein richtiger Kick auf den Fotoreisen, ja? Weil man experimentiert und es heißt nicht, geh, komm, tu mal weiter, wir müssen weiterfahren, sondern es ist einfach eine gegenseitige Wechselwirkung da und das gefällt mir total. Man hat mehr Zeit und es macht unheimlich Spaß und alle haben das gleiche Interesse und das ist einfach super. Links von mir steht der Peter von AT Reisen aus Leipzig.
die auch in Kooperation mit AR mitarbeiten. Was sind die Highlights, Peter, die ihr anbietet in Leipzig? Wir selber sind im Bereich Erlebnisreisen unterwegs, das heißt Trekking, Naturreisen, Tierfotografie natürlich oder überhaupt Tierreisen. Und auch im Bereich Fotoreisen sind wir seit anderthalb Jahren mit AR-Reisen hier eng verbandelt. Die Firma AV Stumpfel aus Wallern ist Weltmarktführer im Bereich mobile Bildwände. Und um diese Bildwände optimal auszunutzen, braucht es natürlich auch entsprechende Projektoren. Und neben mir steht der Philipp, der uns jetzt gleich ein bisschen einen Überblick geben wird. Ja, also wir haben auf unserem Messestand heute die neuesten Modelle von Canon, den WOX 450 und den WOX 400 ST ausgestellt. Dann haben wir gleich am ersten Tag das ganz neue Modell, das was erst im Dezember vorgestellt wird bzw. auf den Markt kommt, den WOX 6000, den man hier auf der Rückseite schon in Aktion sieht. Ist wirklich eine überzeugende Helligkeit, die was aus diesem Gerät rauskommt. Und wir freuen uns schon, wenn wir die Referenten, die natürlich diese Helligkeit brauchen, von ihren bestehenden Projektoren eventuell auf den WOX 6000 umstellen können. 4K ist in aller Munde. Habt ihr in der Richtung auch was zu bieten? 4K ist nicht nur stark im Kommen, sondern ist vom Hersteller Sony schon seit circa 2 Jahren in den Projektoren, also in den hochwertigen Heim-Kinoprojektoren verbaut. Wir haben aktuell heute den VW 300 und den VW 500 ausgestellt. Das sind, sage ich jetzt mal, das Einstiegsgerät und das Mittelklassegerät in einer Preisklasse von ca. 6.000 bis 10.000 Euro. Nachdem wir jetzt Projektoren und Leinwände schon haben, fehlt uns nur mehr die passende Software. Die passende Software ist natürlich WINX Platinum 5. Mit der können Sie alle Bilder, Videos, die was Sie bei Ihren Reisen gemacht haben, direkt eine Show draus basteln mit verschiedenen Überblendungen, Effekten, Kamerafahrten, also alles, was Sie da gestalten möchten. Also Sie können intuitiv die Show gestalten und können gleich bei der Programmierung Pausen erstellen. Und auch wenn Sie mit unseren zum Beispiel Funkpräsentern arbeiten, können Sie dann live die Pause selbst gestalten und auch wieder die Show wieder fortführen. Und die Programmierer von WINX Platinum sitzen in Indien, nehme ich an? Nein, die Programmierer sitzen direkt bei uns in Wallern. Und der Support, also wenn Sie Fragen haben zu WINX, können Sie dann direkt bei uns anrufen und dann kommen Sie dann auch direkt zu mir.